Moin ihr Lieben, willkommen nach langer Zeit zu einem neuen Video und das ist auch gleich ein super langes und sehr informatives Video. Ich war bei Daniela Rahn und Daniela Rahn lehrt biomechanisch korrektes Reiten und ich habe wirklich ziemlich starke Defizite in meinem Sitz und da meine Pferde immer so die gleichen Baustellen bekommen haben, die gleichen Muskelverspannungen oder die gleichen Reizungen der Sehne, musste ich einfach ganz ehrlich zu mir sein und nochmal die Ursachen bei mir suchen. Und bin da auch ordentlich fündig geworden und möchte euch heute ein bisschen bei meiner ersten Einheit mitnehmen. Hätte ich vorher gewusst, dass es so spannend für mich wird und mir so die Augen öffnet, hätte ich ein bisschen mehr Anspruch an die Qualität von diesem Video gelegt, was Ton und so angeht. Aber eigentlich habe ich eher für mich gefilmt, damit ich es mir im Nachhinein nochmal angucken kann. Und da das aber wirklich ein so spannendes Thema ist, habe ich für euch da jetzt ein Video draus zusammengeschnitten. Deswegen, ich muss hier und da mal dann zwischendurch mich einklinken und reinsprechen und entschuldige mich schon mal vorab für Windgeräusche oder vielleicht, dass es mal ein bisschen leise ist. Aber ich glaube, dann dreht ihr einfach ein bisschen lauter und dann klappt das schon. Ein kleiner Hinweis vorweg, an meinem Sitz gibt es einiges zu korrigieren und aus dem Grund können wir nicht gleich bei mir komplett den ganzen Körper irgendwie in die richtige Bahn lenken und wir haben uns erstmal auf Becken, Hüfte und eben meine Mitte konzentriert. Das heißt, nicht wundern, wenn ich noch so ein bisschen mit vorgestrecktem Kopf und ein bisschen schiefen Schultern auf dem Pferd sitze. Alles auf einmal hätte ich definitiv nicht geschafft umzusetzen. Daniela hat sich wirklich unfassbar viel Zeit für uns genommen und hat sich erstmal meinen Sitz einfach so im Schritt am langen Zügel angeschaut. Von allen Seiten hat auch Videoaufnahmen gemacht, um das Ganze dann ja mir auch bildlich zu zeigen. Und ich war wirklich erschrocken. Ich wusste, dass ich nach rechts rüber sitze. Es ist aber wesentlich doller, als ich gedacht habe. Und auch wie instabil ich einfach auf dem Pferd saß, war mir gar nicht bewusst, weil ich dachte immer, schön locker auf dem Pferd sitzen ist ja das, was dem Pferd gut tut. Aber einfach nur locker wie ein Schluck Wasser in der Kurve quasi drauf sitzen, schadet dem Pferd mehr, als es ihm nützt. Ich gehe zwar im Video gleich noch einzeln auf bestimmte Baustellen meines Sitzes ein, ich möchte aber vorweg schon einmal für euch sagen, wo meine Probleme sind, damit ihr vielleicht im Video ein paar Dinge besser nachvollziehen könnt. Ich habe eben zum einen das Hohlkreuz und lehne mich dadurch ein bisschen nach hinten. Ein Hohlkreuz blockiert dem Pferd die Lende und macht natürlich übermäßig Gewicht hinten auch in den Rücken, also man hat halt einfach eine Umwucht nach hinten. Dann habe ich das Problem, dass meine Hüfte eine Asymmetrie hat und meine Hüfte links weiter zurück ist. Dadurch kommt mein Bein so ein bisschen in Stuhlsitzlage, also mein linkes Bein oder meine linke Wade ist immer weiter vor als die rechte. Und ich falle super stark rechts rüber und habe sehr, sehr viel Gewicht halt eben auf der rechten Seite. Und dann kommt natürlich noch nachher Schultern und Kopf. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal das, was bei mir unten abläuft. Und ich bin aber mit einem viel zu offenen Knie geritten. Dadurch, dass ich so nach rechts rüber gerutscht bin, habe ich mich am linken Oberschenkel festgehalten und mich am linken Oberschenkel stabilisiert. Das fühlte sich aber natürlich total falsch an und meine Pferde haben auch immer links Probleme gekriegt und geklemmt. Und dann habe ich mir angewöhnt, einfach mit ganz offenem Bein zu reiten, was natürlich auch nicht korrekt ist. So, da habt ihr einmal jetzt die Infos, was mein Sitz überhaupt für Problematiken hat. Daniela hat auch während der ganzen Einheit immer wieder Beispiele gebracht, was unser Sitz halt eben für einen negativen Einfluss auf das Pferd haben kann. Und ich fand das super interessant, was sie so erzählt hat. Ja, weil wir haben so einen unfassbar großen Einfluss auf diese Pferde. Und der ist den meisten einfach nicht bewusst. Hier wird er jetzt bewusster. Je mehr man sich Gedanken macht, umso mehr kommt natürlich auch mit dazu. Ja, aber, und das ist eigentlich das Schöne, es gibt für alles ein Mittel, ja, um dagegen einfach ansteuern zu können. Ja. Ja. Wir haben dann über das Thema gesprochen, was ein unausbalancierter Sitz halt fürs Pferd auch so bedeutet und dass wenn wir zu weit nach vorne oder nach hinten gelehnt sind, dass wir quasi umfallen würden. Also wenn wir jetzt das Pferd unter uns wegnehmen würden und dann mit einem Hohlkreuz gesessen hätten, würden wir nach hinten umfallen. Wenn wir so ein bisschen uns nach vorne lehnen und man würde uns das Pferd unter dem Hintern wegnehmen, würden wir nach vorne kippen. Und die Pferde balancieren das aber für uns aus und müssen das Ganze halt einstecken. Und da hat sie mit einem Augenzwinkern gesagt, es wäre vielleicht schön, wenn die Pferde hinfallen würden, weil dann würden wir schneller merken, dass wir unausbalanciert sind. Das war natürlich nicht ernst gemeint, aber da sieht man halt, was die Pferde auch in dem Sinne wieder kompensieren, dass sie uns als Reiter dann auch noch mittragen müssen und unsere Disbalance quasi mit ausgleichen müssen.
Sie fallen dann am Ende nicht um, aber haben halt eben Einschränkungen in ihrem Bewegungsablauf. Okay. Bei euch Springreitern ist es ja im Endeffekt so, da darf der Hintern sogar noch ein kleines Stückchen weiter hinten sein. Ja? Aber im Endeffekt geht es immer diese Senkrechte, immer darüber um die Balance. Ja? Wir wollen immer, dass unsere Pferde ausbalanciert sind, aber wir selber sind es einfach. Ja? Und das heißt also, wenn du so sitzt, dass Schulter, Hüfte, Absatz eine gerade Linie ist, dass du in deiner Mitte bist, dass du im Balance bist, dann muss das Pferd nur dein Gewicht tragen, was es eigentlich schon nicht kann, aber es ist nur dein Gewicht. Okay? Bewegst du dich irgendwie aus dieser Senkrechten zu doll nach vorne, würdest du umkippen. Bewegst du dich daraus zu weit nach hinten, würdest du auch umkippen. Das heißt aber, bist du zu weit vorne oder zu weit hinten, ist das für das Pferd das Gefühl, als wenn nicht nur du da drauf sitzt, sondern als wenn du nochmal so einen Riesenrucksack aufhast, vollgefüllt mit Blei, den es zusätzlich zu dir noch tragen muss. Das heißt also, sitzt du nicht in der Senkrechten, sitzt du nicht im Balance, würdest du dein Pferd zusätzliche negative Last auf. Dann sollte ich zeigen, wie ich denke, dass ich gerade sitze. Und wenn ich jetzt die Aufnahmen sehe, dann muss ich doch ein bisschen schmunzeln, ehrlich gesagt. Was hast du für ein Gefühl? Bist du mit deinem Oberkörper so weit in der Senkrechten? Bist du jetzt voll vorne, voll drinne, dahinter? Was hast du so für ein Gefühl? Ich kippe tendenziell mit dem Oberkörper so weit nach vorne. Du kippst so weit nach vorne. Gut. Das heißt also, wie müsstest du dich hinsetzen vom Gefühl her, dass du denkst, dass du richtig sitzt? Hast du ein Gefühl dafür? Also ich müsste halt ein bisschen mehr mit der, also ein bisschen die Schultern auch zurücknehmen. Okay. Und ein bisschen auch mit dem Oberkörper zurückkommen. Dann habe ich aber immer dann genau das Gefühl, als würde ich ins Hohlkreuz fallen, das Becken kippt nach vorne und dann blockiere ich halt hier wieder. Deswegen tendenziell drücke ich mein Becken ein bisschen nach hinten, versuche in den Steigbügeln mich auszubalancieren und hier, weil ich ja so klemme am linken, mich hier so ein bisschen leicht zu machen, ein bisschen remontenartig zu reiten. Das ist sozusagen deine Vorstellung von dem, wie du, also weil eigentlich sagtest du ja, du müsstest weiter nach hinten. Das wird dir vielleicht gesagt oder das denkst du. Dann fühlt sich das aber komisch an. Ja. Und dann gehst du in eine andere Position. Genau. Okay, alles klar. Weil ich dann nämlich, wenn ich mich gerade hinsetze, schiebe mein Becken nach vorne, ich komme noch weniger zum Durchschwingen, weil ich hier irgendwo mich blockiert fühle. Ja. Fange wieder an, links zu klemmen. Okay. Und wenn ich dann so sitze, merke ich richtig, wie ich links klemme, alles rüberdrücke. Okay. Deswegen habe ich dann angefangen, mich ein bisschen in den Bügeln auszubalancieren. Ein bisschen remontenartig zu reiten, leicht mit dem Oberkörper nach vorne, den Hintern nicht ganz so schwer in den Sattel rein. Okay, gut. Du hast das, mach mal bitte einmal dieses Remontenart, wie das da aussehen würde. So. Das wäre jetzt so deins. So ist jetzt sozusagen. So würde ich halt leicht traben, ein bisschen locker galoppieren. Okay. Damit ich halt nicht so schwer hinten in den Rücken reinfalle und da blockiere. Also vom Oberkörper her. So wie du eben gerade Schritt geritten bist, ja, bist du hinter der Rücken. Du bist nicht davor. Ach, okay, das gucken wir uns gleich. Du bist eigentlich gar nicht so weit weg davon entfernt, okay? Aber tendenziell ist es dann eher ein nach hinten. Was du mir gerade eben gezeigt hast, wie du eigentlich sitzen möchtest, bist du voll davor. Ja. Okay? Das heißt also, ich möchte dir einfach mal ein Gefühl dafür geben, wie muss es eigentlich richtig sein, dass du also keine Angst haben musst, dass du so zu weit hinten bist oder keine Angst haben musst. Oder dass du auch nicht denken musst, damit du hinten keinen Schaden anrichtest, machst du mal lieber was anderes nach vorne, okay? Ja. Tendenziell können die Pferde die Last vorne besser tragen, weil sie halt anders konzipiert sind, ja? Aber trotzdem gibt es nur eine Balance und nur eine Senkrechte sozusagen, okay? Gut, das heißt also, wir werden uns das gleich angucken. Ich werde deinen Oberkörper, genauso gut gerade, ich werde deinen Oberkörper sozusagen in die Senkrechte reinbringen. Punkt 2. Hüfte, Gesäßknochen, okay? Die Hüfte. Dann wären deine Gesäßknochen genau rechts und links nebeneinander. So wäre das perfekt, okay? So müssten wir alle auf dem Pferd sitzen und dann könnten wir losreiten, okay? So sind wir aber alle nicht und auch du nicht. Und du bist im Endeffekt mit deinem linken Gesäßknochen hinten, näher dran an der Wirbelsäule, mit dem rechten weiter vorne und weiter weg von der Wirbelsäule. Du bist links hinten. Dadurch, dass du links hinten bist, behinderst du immer das linke Hinterbein im Vortritt auf der linken Hand. Okay, auch nach dem Sprung eigentlich auch auf der linken Hand müsstest du dich auch mehr zerreißen als eigentlich rechts rüber. Das heißt also, du bist im Endeffekt, bist du nicht, wie du sein solltest, so gerade über dem Pferd, ja, sondern du bist immer tendenziell ein bisschen links zurück, ja. Und das ist halt im Endeffekt nicht so schön für die Pferde, weil du dadurch immer auf der linken Hand das linke Hinterbein ausblockst und du zudem aufgrund dieser Asymmetrie auch das Pferd links immer gerne überstellst, ja. Das heißt also, weil du tendenziell sowieso schon immer dann eher in dieser Position auf dem Pferd sitzt. Du bist nicht so, sondern immer ein bisschen so aufgedreht. Okay. Ja. Das musst du auch einmal wissen. Das heißt also, ich werde dir etwas für geben. Du wirst die linke Hand jetzt immer anders reiten müssen als die rechte Hand.
Dann ging es vom Pferd runter und ich wurde auf dem Hocker erstmal mit meinem neuen Sitz quasi vertraut gemacht und musste erstmal überhaupt eine Idee dafür bekommen, wie sich das anfühlen sollte. Und auf dem Hocker war das schon für mich total ungewohnt. Da könnt ihr euch ja vorstellen, wie sich das Ganze dann später auf dem Pferd angefühlt hat. Ich sollte mich dann gleichmäßig auf den Hocker setzen, sodass ich beide Gesäßhöcker fühle, also meine Gesäßknochen. Und dann sollte ich in mein Hohlkreuz gehen. Und es war richtig verrückt, wie die nach hinten gedrückt wurden. Und naja, die Vorstellung, wenn das im Pferderücken so nach hinten reindrückt, ist irgendwie nicht so schön. Und das war wirklich, ja, dieser Kontrast, den zu spüren auf dem Hocker, war auf jeden Fall sehr, sehr aufschlussreich. Die andere Variante, wenn man die nach vorne schiebt, fühlt sich zwar erst so an, als würden die ein bisschen hochgehen und hätten weniger Kontakt, aber die Gewichtsverteilung ist trotzdem so, dass die dann nach vorne reinschieben, was natürlich genauso negativ ist, wie wenn man hinten reinschiebt. Rechts und links neben deiner Wirbelsäule ist eine Muskulatur. Merkst du die? Ja. Genau. Die nenne ich die Filets. Diese Muskulatur brauchst du immer, wenn du auf dem Pferd sitzt. Wenn das heißt, streck dich, mach dich groß, Körperspannung, reib mit dem Rücken, ruhiger. Dann ist es immer diese Muskulatur. Okay? Gut. Jetzt geh mal einmal in dein Hohlkreuz. Genau, in dein richtiges Hohlkreuz. Genau. Was passiert mit dieser Muskulatur? Gleich. Genau. Die ist nämlich da nicht mehr da. Die ist nicht ansteuerbar. Gib mir die mal wieder. Genau. Das heißt also, wenn du im Hohlkreuz sitzt, kannst du mit dieser unfassbar wichtigen Muskulatur, mit den Filets, überhaupt nicht arbeiten. Ein Mensch ist nicht in der Lage, im Hohlkreuz diese Muskulatur anzusteuern. Mhm. Das funktioniert nicht. Ja. Okay? Das heißt also, du hast gemerkt, sie sind eigentlich gar nicht da. Ja? Ja. Dann sollte ich mein Brustbein gegen ihre Hand drücken und da dann die Spannung, die ich dann gefühlt habe, ist meine Mitte. Und ich musste wirklich da echt ganz schön Kraft aufwenden, um dagegen zu drücken. Und als sie die Hand weggenommen hat, habe ich halt gemerkt, welche Muskelgruppen aktiv sein müssen, damit ich stabil auf dem Pferd sitze. Und dann hat sie nochmal doller gedrückt, um mir zu zeigen, wie viel Widerstand dann auch bei Trab und Galopp noch dazu kommt. Also wie viel mehr Kraft ich aufwenden muss in den höheren Gangarten noch im Vergleich zum zum Beispiel Schritt. Vom starren Hocker ging es dann auf einen super beweglichen Hocker und ich sollte da das erste Mal so ein bisschen mit dem Sitz das Gefühl bekommen, wie sich nachher auf dem Pferd anfühlt, wenn eben nicht mehr eine feste Unterlage ist, sondern ein sich bewegender Körper und was ich zum Beispiel mit meinem Hohlkreuz dann für eine, also einfach wie ich hin und her schwenke, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Das war echt richtig verrückt. Jetzt gehst du einmal bitte in dein Einzelhohlkreuz hinter die Senkrechte. So, genau. Ich komme gar nicht in alle Richtungen geschwungen. Nee, geht sowieso nicht, beim Hochkreuz funktioniert es nicht. Also einfach nur, genau, du bleibst einfach nur ein bisschen in deinem Eigensitz. Ich wacke jetzt gleich da dran und du versuchst ganz stabil zu sein, ja? Ich wackel und du bleibst einfach in deinem Eigensitz und versuchst es zu stabilisieren, okay? Okay? Merkst du, das funktioniert nicht, oder? Nee. So okay. Richtig. Jetzt gehst du in deinen neuen Sitz, das heißt, du kippst die Hüfte nach vorne, dass du mir hier hinten die Filets rausgibst. Du machst das Brustbein nicht zu hoch, sondern kick ihn runter, du gibst gegen meine Hand, baust Power auf, gegen mehr Kasse. Mehr. Ich wackel jetzt nochmal und du bleibst maximal stabil, okay? Keine Bewegung. Ich wackel und nicht. Ja? Stabilisiert? Ja. Okay. Das ist gut. Merkst du das? Ja. Genau, du hast eben gemerkt, ich habe so, also ich drücke mit dem 10-20-fachen. Recht super. Merkst du das? Jetzt ist fast eher so ein bisschen, was sogar links runter geht. Sehr gut. Genau. Hast du den Unterschied gefühlt an den Nerven? Ja. Danach ging es dann wieder auf Holly und wir haben uns ganz viel Zeit genommen, dass ich mich in den neuen Sitz reinfühlen kann. Ich musste auch immer wieder wiederholen, was ich tun muss, um in meinen neuen Sitz reinzufinden. Daniela findet mit jedem Reiter quasi eine eigene Sprache, weil man muss wirklich immer wieder beschreiben, wie sich das für einen selber anfühlt. Denn wenn sie mir nur irgendwelche Begriffe und Bilder reinwerfen würde, die ich aber selber nicht fühlen könnte, dann könnte ich halt eben nicht wieder diesen Sitz finden, wenn ich alleine bin. Und deswegen, das war wirklich echt für mich sehr spannend und sie ist da wirklich so schnell auf den jeweiligen Reiter eingestellt, dass wir halt für mich die perfekten Begriffe gefunden haben, wie ich erklären kann, dass wie ich mich richtig hinsetzen soll. Und das haben wir immer wieder gewechselt, damit ich da wirklich ein Gefühl für kriege, mir das einspeichern kann und zu Hause nacharbeiten kann. Hier sitze ich jetzt in meinem neuen Sitz und jetzt falle ich wieder in den alten Sitz, also Hohlkreuz, es wird alles wieder wackeliger
Und auch Holly fängt an, wieder so ein bisschen taktunreiner zu laufen, verschiedene Schrittlängen zu haben. Und ich finde es sehr, sehr spannend, was für einen Einfluss ich doch auf mein Pferd habe. Hier schon mit rechts stabilisieren, ne? Und dann genau, genau. Merkst du das? Dann geht das Abwerten wie von alleine, ne? Sehr schön. Sehr schön. Genau. Wir haben wirklich sehr, sehr witzige innere Bilder auch, damit man sich das immer wieder vorstellen kann. Und dadurch, dass ich ja wirklich stark rechts rüber sitze, sollte ich mir vorstellen, dass mein rechtes Gesäß und mein Oberschenkel wie ein Nerd sind und einen Halt brauchen, der ganz viel Kraft gibt, damit der ganze Muskel einfach stärker ist und dagegen drückt. Das heißt, ich muss wirklich bewusst eben diese Muskulatur anspannen, damit ich da nicht wie so ein Sack halt reinfalle, sondern dass so ein bisschen alles, versuche zumindest so gerade und gleichmäßig wie möglich dann auszubalancieren. Da kommt gleich noch die Asymmetrie meiner Hüfte dazu. Dann wird es nochmal wesentlich schwieriger für mich, aber das erzähle ich und zeige ich euch gleich. Und dadurch, dass ich rechts so runter sitze und da eben ganz bewusst anders arbeiten muss mit meiner rechten Gesäßhälfte, muss ich zum Beispiel auch links und rechts unterschiedlich auf dem Pferd sitzen. Also zum Beispiel auf der rechten Hand muss ich mir zusätzlich noch vorstellen, dass quasi ein Blatt Papier noch unter meinem Po und zwischen dem Sattel ist und ich da mich nicht ganz draufsetzen darf. Das heißt, dass ich mir immer noch bewusst mache, dass ich mich rechts auch nicht so schwer einsetze, wenn ich auf der rechten Hand reite. Nach ein paar Runden in meinem neuen Sitz haben wir uns meine Asymmetrie gewidmet. Es ist kein Mensch wirklich symmetrisch und bei manchen ist es halt mehr ausgeprägt als bei anderen. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, man muss nur über seine Asymmetrie Bescheid wissen und auch wissen, wie man dann dagegen steuert. Damit man eben immer wieder sich selber auf dem Pferd halt ausbalancieren kann, gerade sitzen kann, weil ich habe nämlich links so weit immer zurückgesessen, ich habe die ganze Wirbelsäule gezogen. Ich werde vielleicht auch irgendwann mal Bilder raussuchen, wo man vor allen Dingen bei Carlson sehen kann, wie ich da so eine richtige S-Kurve in seinen Rücken gezogen habe, die ganze Muskulatur zieht mit. Und wenn Pferde irgendwie immer wieder die gleichen Probleme bekommen, immer wieder Taktunreinheiten aus der gleichen Schulter oder immer die gleiche gereizte Sehne, dann sollte man eben nicht nur am Equipment feilen, sondern vor allen Dingen auch die Ursache bei sich suchen. Das heißt also, du bist eigentlich so und dann rutschst du da ja runter. Dann musst du hier auch wieder ziehen. Ja. Okay, so bist du dann. Ja. Das haben wir und dann natürlich noch hochkreuz in der Welt. Aber das lassen wir jetzt. Und wenn du hier vielleicht auch mal so drauf guckst, dann siehst du auch, wie deine Hüfte eher hier so hinten ist. Und dass dann auch dein linkes Bein ja eigentlich noch viel weiter weg geht als dein rechtes. Ja. Siehst du auch. Oder der Oberschenkel. Ja. Okay. Wenn du jetzt linksrum reitest, müssen wir anders arbeiten. Das heißt also, du hast den Nerd, den haben wir jetzt ja kennengelernt, ne? So. Den hast du dran. Und wenn du jetzt linksrum reitest, dann dreht das vor. Und zwar, dein linker Gesäßknochen wird an diesen Knopf ran. Und der Oberschenkel dreht ran. Und vorher kommst du aber mit dem Nerd durch. Nerd, dann die Drehung nach links vor. Genau. Wie fühlt sich das an? Völlig verdreht. Ja, genau. Ja, alles okay. Ja. Ich lass los. Ja. Und du lass es auf. Und lass es einfach wieder zurück. Denkst du das? Mhm. Ja, und dann auch wieder das mit dem Bein. Jetzt drehst du es wieder. Genau. Hier wieder. Boah, bin ich doll verdreht. Sind wir alle. Das ist richtig. Asymmetrie ist richtig fies. Ah. Genau. Und wenn so, so mache ich, ja, so mach ich dich ja nur gerade. Würdest du jetzt links noch an der Wendung den Sprung anreiten, würdest du noch in die Traversale gehen, würdest du in deine Galoppiorette in den Wechsel, müsstest du dann ja noch mehr. Dann müsstest du dann ich wüsste nicht, wie ich meine Hüfte jetzt da weiter vorkriege. Alles gut. Das ist erstmal sehr, sehr gut so. Das merkst du? Genau. Ich lasse wieder einmal. Aber das zieht mich richtig. Ich muss so viel Muskelkraft rechts ja, ja, und deshalb ist es wichtig, dass du erst brauchst du den Nerd. Die Asymmetrie ist das Letzte, okay? Mhm. Ich lasse wieder los und du lässt es auch einfach wieder zurückgehen. Genau. Merkst du aber, ja? Ja. Genau. Bevor ich dann zum Traben gekommen bin, ging es nochmal von Holly runter und wir haben nochmal eine Trockenübung vom Boden aus gemacht. Und auch da wurde mir einmal gezeigt, wie das Leichttraben aus dem Hohlkreuz ist und wie ich in Zukunft Leichttraben soll. Wenn wir so leicht traben, dann passiert das, dass wir im Endeffekt, du weißt ja, der Bauch fliegt raus, wir haben keine Mitte, Rücken wird gequetscht, ja, Oberschenkel verliert wieder alles irgendwie an Spannung, ja. Und wenn wir dann leicht traben wollen, müssen wir irgendwie, weil wir wissen ja, der Hinter muss hoch, katapultieren wir uns irgendwie nach oben und
dann lassen wir uns wieder fallen und dann, weil wir keine Körperspannung haben und nichts, und dann hauen wir eigentlich den Pferden nur immer wieder in den Rücken, okay? Sehr unangenehm. Es heißt leicht traben und wir machen immer wieder den Rücken richtig schön glatt. Ja? Gut, wir machen es nicht mehr. Das heißt, du warst vor dem Hohlkreuz dahinter, wir kippen jetzt die Hüfte dahin, ja? Kippen die Hüfte, Rücken passt sie auf, Bauch angespannt, deine Schultern nicht nach vorne, sondern darunter, ja? Brustbein nicht hoch. Auch da wieder auf die richtige Position. Hintern angespannt, hast du ja gehabt, um deine Hüfte so zu behalten. Also den Rücken wieder anspannen, Bauch anspannen, Oberschenkel, pass auf. Okay, die sind, wie gesagt, dran. Rechts muss bei dir ja sowieso noch mehr dran sein. Okay, gut. Und wenn wir jetzt leicht traben, dann sieht das neue leicht traben so aus. Das heißt also, wir verändern nicht unsere Position. Wir lassen immer die Hüfte in der gleichen Position, wir bewegen sie nicht. Wir stehen nicht so auf und setzen uns irgendwie wieder hin, ja? Sondern wir lassen sie drunter gekippt, halten das hoch. Okay? Einfach nur so. Fühlst du? Das ist wieder Bombe. Hier wieder alles haben, hier hinten raus. Du hast. Du kannst einfach ausatmen. Gehst jetzt hoch und hältst das jetzt. Was leider auf den Videoaufnahmen nicht ganz so gut zu erkennen ist, weil wir auch einfach so lange geritten sind und wir natürlich nicht die ganze Zeit die Kamera drauf gehalten haben, ist die Tatsache, dass wenn ich Holly mit dem alten Sitz geritten bin, sie sich wieder eingerollt hat, sie hat den Takt verloren, ist in den Wendungen so ins Schwanken gekommen, immer so nach außen gebrochen, hat in Wendungen wirklich auch richtig den Takt verloren, hat auch zwischendurch Taktfehler gemacht und im neuen Sitz war sie erstmal ein bisschen skeptisch, weil sie natürlich auch das nicht gewohnt ist, dass ich so ein bisschen anders einsitze, mein Gewicht anders verteile und auch ein bisschen mit mehr Körperspannung drauf sitze, war sie schon, weil sie ja auch ein sehr, sehr sensibles Pferd ist, ein bisschen skeptisch, aber dann immer, wenn sie das so nach, keine Ahnung, 5 bis 10 Tritten, fing auf einmal ihr Rücken an, so ein bisschen aufzumachen und dann fing die an, richtig schön im Takt zu laufen und wenn ich dann in meinen alten Sitz reingegangen bin, hat sie sich wieder eingerollt und es dauerte dann auch wieder einen Augenblick, wenn ich in den neuen Sitz gekommen bin, dass sie wieder diesen Takt gefunden hat und dass wir uns da wieder eingependelt haben und das ist einfach etwas, was ja auch Zeit braucht, wo auch nicht nur ich dran arbeiten muss, sondern auch die Pferde, die müssen ja auch erstmal sich umstellen und umgewöhnen und auch die Muskulatur dafür bekommen. Sehr schön. Genau. Super. Wie fühlst du dich? Gut und anstrengend. Gut und anstrengend. Ja, sehr gut. Okay, wunderbar. Sehr, sehr gut so. Gut. Und dann kannst du gleich einmal, wenn du möchtest. Sehr schön. Genau. Was macht dein Pferd so? Was fühlst du da? Was fühlst du bei deinem Pferd? Dass sie total zufrieden ist. Ja. Die einfach so in einem Rhythmus auskommt. Ja. Und das brauchst du auch so ein bisschen, ne? Weil ihr müsst auch so ein bisschen, so wie du sagtest, auch den Rhythmus einfach finden, ne? Und den habt ihr jetzt gut und den musst du behalten, ne? Und dann müsst ihr da so ein bisschen auch sagen, komm, das wollen wir immer, das wollen wir behalten, wir machen das zusammen, ne? Und dann, zack, könnt ihr traben. Genau, merkst du das? Ja, sehr, sehr schön. Super. Ja. Und taucht da unten ab. Ja. Also das, was ich ja beschrieben habe, dass sie mir dann so wegtauchen. Ja, ja. Gut, du sammelst alles ein. Besonders vorm Aussitzen habe ich mich immer gedrückt, weil ich einfach nur am Rumhüpfen war und meine Pferde dann auch einfach super unzufrieden gelaufen sind und auch da dann immer den Takt verloren haben, sich eingerollt haben und auch gerade Holly, das einfach, die wird dann richtig itzig und deswegen habe ich mich da immer vorgedrückt und es war für mich die größte Herausforderung an dem Tag, dann auch wirklich das im Aussitzen zu halten und da wird auch noch einiges an Arbeit drin stecken, dass ich wirklich diese Körperspannung bekomme, um das zu halten und trotzdem mich dabei nicht verkrampfe. Kannst einmal hier sonst auch umreiten.
rechtes Bein, äußerer Zügel, ne? Auch da ist es immer wieder so, auch wenn die hochkommt, nicht links, sondern am äußeren Zügel. So, genau, jetzt gehst du einmal wieder in den alten Sitz. Genau. Was merkst du da wieder? Ich habe ein unruhigeres Bein. Ja. Ich zeige dir mal eben einmal den neuen Sitz. Gut, und du bleibst immer bei ihr, du verbindest dich mit ihr sehr gut so. Super. Wie fühlst du dich? Besser als erwartet. Ja. Machst du aber auch sehr gut. Weil du hast wirklich die Power da, ne? Das ist sehr, sehr gut so. Jetzt das Bein da drunter, genau, wunderbar. Überleg alles, was du deinem Körper sagst. Alles merken, was du deinem Körper sagst. Und jetzt gehst du einmal in deinen alten Sitz. So, was passiert in dem alten Sitz? Popse. Ja. Zügel. Ja, und das sind die Stöße, das ist das, wenn wir im Alten sind, hast du es gemerkt, ja. Dann bist du im Hohlkreuz, dann ist die Hüfte blockiert. Ja. Das heißt, sie kann gar nicht schwingen, wo du eben gerade gemerkt hast, oh, eigentlich erstaunlich gut. Ne? Ja. Sondern du merkst eigentlich, das ist wie so ein Abstoßen, das ist eigentlich nur ein Reingehacke. Ja. Ja? Das passiert immer, wie gesagt, wenn die Hüftposition nicht gibt. Zum Schluss sind wir auch noch kurz galoppiert und da hat Daniela auch nochmal erklärt, was da die Herausforderung auch für den Reiter ist und was bei vielen Reitern leider falsch läuft. Gut, okay. Wenn wir jetzt galoppieren, das ist genau das Gleiche. Du sitzt genauso wie im Aussitzen, okay? Und ich möchte, dass du das Gefühl dazu hast, also du bleibst immer in dieser Senkrechten, immer, dass wieder Schulter, Hüfte, Absatz eine gerade Linie ist. Und wenn du jetzt galoppierst, hast du das Gefühl, du bist in so einem Windkanal. Okay? Weil der Wind, der haut uns immer nach hinten. Und dann haut uns die Hüfte von hinten bis nach vorne, von hinten bis nach vorne. Und wir gehen mit dem Oberkörper extrem hinter die Senkrechte. Ja? Und im Galopp ist eine Phase die schwierigste, das ist die Einbeinspitze vorne. Wenn nämlich die Pferde in dieser Phase sind, das heißt also, sie stehen auf einem Vorderbein, der Kopf ist unten, der Hintern ist oben. Das ist die schwierigste Phase des Pferdes. Das ist nicht hinten, das ist vorne die Einbeinspitze. Aber nur daraus ergibt sich den richtigen Galopp. Weil nach der Einbeinstütze kommt die Schädelphase. Das heißt also, je besser mein Galopp ist, umso besser muss ich die Einbeinstütze reiten. Nicht binden das Hinterbein. Okay? Was nämlich die meisten mal denken. Das heißt also, und in dieser Phase, die sowieso die schwierigste Phase ist, ja, woraus aber nachher der gute Galoppsprung kommt, in der Phase sitzt 99,9% von den Reitern hinter der Senkrechte. Und dann sind wir wie so eine diagonale Wuchtramme in das Vorderbein und betonieren das Vorderbein in den Boden. Okay? Und die können gar nicht. Ja? Das heißt also, wenn du jetzt galoppierst, ist es nicht wie so ein Fähnchen im Wind und immer nach hinten und immer die Hüfte von hinten nach vorne und der Meinung nach, wir müssen Schwung holen oder uns noch ganz nach hinten lehnen oder sowas, sondern du kippst die Hüfte, wie du sie hast, Rücken pass auf, Bauch angespannt, Oberschenkel dran, rechts noch ein Tickchen weiter und dann, wenn du sowieso schon in deiner Grundhaltung bist für dein Aussitzen, ja, und du dann angaloppierst, hast du noch das Gefühl, du bist in diesem Windkanal und du powerst dagegen. Weil es will dich immer nach hinten drücken. Okay? Es will dich immer nach hinten drücken und du lässt dich nach hinten drücken. Du bleibst da, bleibst richtig stabil, bleibst in der Position, hast das Gefühl von der Rambo. Okay? Sehr gut. Genau, und damit reißt ihr. Und dann sagst du hier auch, nee, bleib mal ein bisschen bei mir. Hör mir zu, ich sitze jetzt da oben drauf. Ich mache jetzt alles richtig. So. Genau. Sehr schön. Vorne nur ein Tickchen bewegen, genau, ganz ruhig sitzen. Und dann gehst du gleich einmal, sehr schön, einmal in deinen alten Sitz. So, und was merkst du jetzt wieder in dem alten Sitz? Schiebe. Ja, genau. Unruhigen Arm. Also ja. Ja, genau, machst du so ein bisschen das Fliegen, ne? Ja, genau. Oberschenkel gehen auf, Arme gehen auf. Und die Galoppie wieder ins Boot. Ja, genau, Einbeinstütze. Genau. Gefühlt, gemerkt, verstanden. Ja. Und da sind wir auch am Ende von diesem unfassbar langen Video, was für mich aber so augenöffnend war. Und ich freue mich total, dass ich jetzt heute auch schon das nächste Mal zu Daniela fahre und wir weiter dran arbeiten. Und ich werde euch
auf jeden Fall hier auch auf YouTube noch immer mal wieder Updates geben, aber vor allen Dingen auch auf Instagram. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und ich habe euch auch Danielas Kontakte unten verlinkt und hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!